Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside the Team. Ich habe heute die große Ehre, Heiko Schafazik hier begrüßen zu dürfen. Heute in einer anderen Location, aber dennoch schön, finde ich. Heiko, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Wie ich schon gesagt habe, ich habe heute die große Ehre, dir ein paar Fragen zu stellen. Das freut vor allem die Fans. Wir haben aufgerufen, ihr konntet über Instagram, Facebook und Co. Fragen einsenden. Wir haben ein paar ausgewählt, die du nachher beantworten darfst. Aber natürlich habe ich auch ein paar Fragen an dich. Zuallererst, Heiko, wie geht es dir denn heute? mir geht es heute tatsächlich relativ gut, danke schön. Das ist sehr nett, dass du fragst. Sehr schön, das freut mich. Konntest du dich denn jetzt schon so ein bisschen in Hamburg einleben? Du bist ja recht schnell bzw. recht spät nach Hamburg gekommen, ging dann auch direkt los mit dem Trainingslager und auch sofort mit der Saison. Konntest du Hamburg schon ein bisschen erkunden? Um ganz ehrlich zu sein, nicht wirklich. Wir verbringen sehr viele Stunden in der Halle und ich bin auch sehr viel beim Physiotherapeuten und so weiter und wir reisen auch sehr viel und wir haben auch relativ viele Meetings. Das heißt, Wilhelmsburg kenne ich ganz gut und den Rest von Hamburg habe ich noch nicht wirklich gesehen. Hoffentlich findest du noch ein paar Stündchen dafür. Hamburg ist nämlich sehr schön. Wir sehen das alle so. Du wirst das sicher noch kennenlernen, sodass Hamburg vielleicht auch eine Heimatstadt für dich wird. Das wäre doch sehr schön, oder? Das wäre wunderschön. Okay, Heiko, du hast ja bevor du wieder in die BBL zurückgekehrt bist, ein Sabbatical gemacht, ein Sabbatjahr. Was genau hast du in der Zeit gemacht? Und mich würde vor allem interessieren, was hast du am meisten daran geschätzt? Also, was war für dich das besonders Schöne daran? Also, für mich war es eine sehr große Herausforderung, weil man als Basketballprofi, und das habe ich jetzt die letzten 17 Jahre meines Lebens gemacht, man bekommt eine Struktur vorgegeben. Das heißt, es wird einem gesagt, wann man aufsteht, wann man zum Training geht, wann man, keine Ahnung, zum Physiotherapeuten geht, wann ein Meeting ist. Wenn man auf Reisen ist, wird einem gesagt, man zieht jetzt das an, man zieht das an, der Bus fährt um die Uhr, das gibt's zum Mittagessen und so weiter. Wenn man das nicht mehr hat, dann steht man auf einmal im Alltag vor ganz großen Herausforderungen, die wahrscheinlich für den normalen Menschen keinerlei Herausforderungen darstellen. Aber für mich als Basketballprofi, vor allem der das jetzt so lange gemacht hat und daran gewohnt war, für mich war das ganz schön schwierig. So, und das war eigentlich die Sache, mit der ich mich so am meisten beschäftigen musste. Und auch solche Sachen wie Versicherungen. Ja, ich hatte davon überhaupt gar keine Ahnung, wie viele es davon gibt und was man da alles machen muss. Und das habe ich in diesem Jahr so ein bisschen rausgefunden. Außerdem hatte ich natürlich die Zeit, mir zu überlegen, wenn ich nicht ein Basketballprofi bin, wer bin ich denn überhaupt eigentlich? Also so das mal beiseite gelassen, denn dieser Job nimmt schon relativ viel von unserer Zeit, meiner Zeit ein. Und da kommt man vielleicht manchmal so ein bisschen gar nicht dahinter, was gibt es denn noch so da draußen? Und damit habe ich mich in diesem Jahr eigentlich am allermeisten beschäftigt. Man hat ja auch gar nichts von dir gehört sozusagen eigentlich. Du hast keine Interviews gegeben und auch bei Instagram. Es gab ein gewisses Foto mit einem Gipsbein und dann hat man auch eine Zeit lang nichts von dir gehört. Hast du die Zeit genossen oder war das für dich auch so, dass du gedacht hast, oh, so langsam könnte ich jetzt wieder? Oder war die Ruhe, die mediale Ruhe erholsam für dich? Erstens, wir sind ja nicht so wie die jetzt Fußballer oder die Schauspieler. Das heißt, es gibt ja auch jetzt keinen medialen Ansturm. Insofern war das jetzt nicht so anders. Es war einfach nur, ich wollte mich gerne mit mir selbst beschäftigen. Und wenn man mit den Medien spricht, auch jetzt in diesem Fall, dann stellt man ja etwas dar für andere. Und ich wollte aber einfach mich nur mit mir selbst beschäftigen. Und da habe ich das als Ablenkung empfunden und dann habe ich da einfach alles abgesagt. Jetzt nochmal zum Basketballerischen wieder zurück. Die Saison läuft ja jetzt schon eine Weile. Du bist allerdings recht spät dazugekommen. Wie ist denn jetzt so deine Einschätzung zu der bisherigen Saison? Man hört von Mike häufig den Satz Trust the process. Woran arbeitet ihr besonders im Moment? Also, wie ich die Saison einschätze bis jetzt, ich glaube, mit 1:3 stehen wir ganz solide da. Es ist sehr ärgerlich, dass wir in Frankfurt verloren haben. Wenn wir das gewonnen hätten,
dann wären wir bei 2-2 und ich glaube, alle würden von einem super Saisonstart sprechen. So ist es ein solider Saisonstart. Woran arbeiten wir ganz besonders? Wir arbeiten, um ganz ehrlich zu sein, an allem, weil ich auch glaube und vor allem der Trainer glaubt, dass es bei uns noch an fast allen Dingen hapert. Und dem würde ich auch jetzt, das würde ich jetzt mal so unterschreiben. Und man kann aber durchaus Verbesserungen erkennen, vor allem im Vergleich zum ersten Spiel bis jetzt. Das ist alles eigentlich, das sieht alles ein bisschen runder aus und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Du hast nach dem Spiel in Frankfurt gesagt, im Interview bei Magenta Sport, one game at a time, wir konzentrieren uns auf jedes Spiel einzeln und auch intensiv. Freust du dich jetzt schon auf das Spiel gegen Bamberg? Dein zweites Heimspiel in Hamburg, die Stimmung wird wieder gut. Ich kann dir schon verraten, wir sind wieder ausverkauft. 3400 Leute, die euch anfeuern werden. Hast du Bock drauf? Also ich freue mich wahnsinnig auf dieses zweite Heimspiel. Ich glaube, das erste war so ein bisschen wie eine, kann man schon sagen, misslungene Generalprobe. Jetzt kommt natürlich auch ein wesentlich stärkerer Gegner in die Halle, aber ich glaube, mit einer ausverkauften Edel-Optics-Arena und den Fans im Rücken, glaube ich schon, dass wir zumindest eine ansprechende Leistung zeigen werden, glaube ich schon. Sehr schön. Ich glaube auch, dass sich einige darauf freuen. Viele von euch werden sich auch auf die Rückkehr von Luis Olinde freuen. Der spielt zwar im falschen Team, aber wir freuen uns natürlich trotzdem, dass er kommt. Heiko, meine Fragen sind jetzt vorbei. Du hast es überstanden. Jetzt kommen die Fanfragen von euch, die über Instagram hauptsächlich reingegangen sind. Die erste Frage von einem Follower. Was kann man in Ehren niemals verwehren? In Ehren niemals verwehren. Mehrere Sachen. Was kann man in Ehren niemals verwehren? Gibt es eine richtige und falsche Antwort darauf? Das müsstest du deinen Bruder fragen. Der hat die nämlich, glaube ich, eingesandt. Mein Bruder hat diese Frage eingesandt? Was für ein... Ja, ein Gläschen in Ehren kann man niemals verwehren. Sehr schön, das finde ich gut. Dann kommt eine Frage aus dem Verein von einem Vereinsmitglied. Würdest du Kindern aus dem Verein Training geben? Puh, würde ich generell, hypothetisch, theoretischerweise, ja. Hätte ich darauf Lust? Wahrscheinlich auch ja. Wie ich aber schon gesagt habe am Anfang vom Interview, ich habe leider nicht mal Zeit, aus Wilhelmsburg rauszufahren. Das heißt, es wäre relativ schwierig, dann noch Zeit zu finden, nebenbei noch Kinder zu trainieren. Aber grundsätzlich bin ich dafür offen. Vielleicht wird es sich ja mal bei einem Camp dazu ergeben, dass man dich mal eine Frage stellen kann, oder ein Autogramm vielleicht holen kann. Also die Möglichkeit, sich Tipps einzuholen, das kriegen wir bestimmt hin. Die nächste Frage von einer Frau. Wann lässt du deine Haare schneiden? Das weiß ich nicht, bis mir das nicht mehr gefällt. Das finde ich gut. Die nächste Frage kommt auch von einer Frau. Hast du eine Freundin? Und der Zusatz kommt noch, Frage für eine Freundin. Ich glaube, darüber möchte ich nicht sprechen. Aber danke für dein Interesse. Okay. Und jetzt noch die letzte Frage. Von einem Herren wieder. Man merkt, die basketballerischen Fragen kommen leider häufig doch von Männern und das Persönliche von den Ladies. Nö, das ist nicht schlimm. Kannst du nicht deine Kontakte spielen lassen und einen Neuzugang oder weitere Verstärkung zu den Towers lotsen? Auch hier wieder. Ich habe so viel damit zu tun, in die Halle zu gehen und mich um alles zu kümmern, was hier so gerade ist. Schwierig auch noch General Manager und oder Agent für den Verein zu spielen. Aber ich glaube, da gibt es ganz kompetente Leute und die kümmern sich schon darum. Sehr gute Antwort. Heiko, das war's. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Antworten. Wir sehen uns am Samstag gegen Brose Bamberg. Um 20.30 Uhr ist Tip-Off. Alle, die keine Tickets ergattern konnten, schalten bei Magenta Sport ein. Oder auch im Hamburger Ding. Kommt einfach vorbei, 10 Euro und dann gibt es ganz viel Spektakel und ihr könnt das Spiel trotzdem verfolgen. Vielen lieben Dank, Heiko. Wir sehen uns auch auf dem Feld. Viel Erfolg euch und bis bald.